mit. Moin, moin, meine lieben Leute. Los geht's. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Hä? Warum hast du das getan? What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know. And I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Damn it. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. So, willkommen zurück. Und wie ihr gesehen habt, ging es direkt weiter. Ich konnte überhaupt nicht das erste euch richtig zeigen, was da geschehen ist. Denn das Spiel geht einfach immer nahtlos über. Also, sie hat halt ein bisschen an Gericht, Bericht rumgefälscht. Und natürlich wissen die, die uns abgehört haben, dass das verkehrt ist. So, wir versuchen jetzt zu Meadow zu kommen. Zu diesem komischen Platz. Wo wir nicht rein konnten. Das ist ja hier oben. Da sollen wir hin. Wapiti Station. Und wir sind hier. Also wir versuchen jetzt querfeld einzulaufen. Vielleicht auch diesen Weg hier links vielleicht zu nehmen. Ist vielleicht einfacher als querfeld ein. Da sitzen wir von der Sackgasse, das wäre auch doof. So, los geht's. So wie er immer mit den Händen fuchtelt unten, kann man denken, er ist immer allerbester Laune, ne? Aber was hier vorgeht, würde mich wirklich mal interessieren. So, einmal abseilen. Perfekt. Weiter geht's. Seilhaken befestigen? Wo denn das? Da, achso, haben wir schon. Welche Richtung soll man denn? Da sollen wir da runter? Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Runter zum See und dann wieder da hoch, ne? Gut. Und runter. Also ich glaube, der trainiert sich ganz gut. Wenn er ein bisschen pummelig war zu Beginn des Spiels, sollte er danach rank und schlank sein. Ja, rank und schlank weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein paar Kilo sollte er schon verloren haben. Dieses Nachladen und Gehake, das nervt so ein bisschen im Spiel. Muss man sagen. Also es läuft ja auch so nicht unbedingt super hundertprozentig flüssig mit den 30 Frames, die es wahrscheinlich hat. Aber es stört den Spielfluss bis jetzt noch nicht. Und sagen wir mal, das ist ganz, bin ich ganz glücklich drüber. So. Besorgungsbox, gucken wir die Karte. Ich laufe in die falsche Richtung, kann das sein? Bin in die falsche Richtung gelaufen, müssen wir zurück. So ein Kack. Und benutze ich ja auch den Kompass richtig, ne? Hätte den Kompass auch richtig benutzen können, dann wäre es. Ja, das war natürlich behindert, aber egal. So konnte ich diesen schönen Canyon nochmal sehen. So. Werden wir nochmal rauf und dann geht's nach links. In die westliche Richtung. Dieses Haken hier nervt wirklich so ein bisschen. Er ist ja leider auch nicht der Schnellste, was das Hochklettern angeht, ne? Ich meine, bin jetzt auch kein Boulderer oder so, aber ein schneller kann sowas doch gehen, oder? Naja, er hat ja auch ordentlich Gewicht zu schleppen. Liegt auch ein bisschen daran. So. Ja, jetzt sind zum See und dann wieder hoch. Bin auch gespannt, was hier vor sich geht in diesem Laden hier, würde ich gerade sagen. Also es ist ja wirklich ein bisschen abgespaced, was hier alles passiert. Die Mädchen sind vielleicht gefangen gehalten in diesem Lager da. Ich weiß es nicht. Kann ich sehen. Ups. Da lag ja noch so ein Boden, das war nur der Stein hier, okay.
Gut, wir gehen weiter in diese Richtung. Wir suchen jetzt nochmal dahin zu kommen, zu dem. Genau. Haben jetzt eine Axt, damit können wir vielleicht das aufhauen da, dieses komische Schutzgitter. Unsere Box, die haben wir aufgemacht. Jetzt hoch. Muss trotzdem die Karte mal zur Hand ziehen, weil hier alles immer so easy peasy zu sehen ist. So, abseilen. Mein Gott, der hat echt was zu tun hier, der Henry, oder? Wo so ein Job einen ja reizen würde, glaube ich auch, ne? So ein bisschen Natur pur, wenn man jetzt keine Familie oder so hat. Könnte man hier glatt ein paar Monate überleben, glaube ich. Nicht, was es so viele Sachen gibt. Da ist der Zaun. So, bist du auch, da gehen wir jetzt rein. So, gucken wir mal. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. Okay. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Lesen wir uns mal durch. Dr. Sims befindet sich am 15. August bis 15. Oktober in der Einrichtung. Dr. Johnson ist für hochschuleigene technische Ausrüstung verantwortlich. Für regierungseigene technische Ausrüstung ist Cat Ferdinand zuständig. Zur Erinnerung, dies ist ein kontrolliertes Gebiet. Sämtliche Probleme, Fehlfunktionen und Verstöße sind umgehend zu melden. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Okay, behalten wir. Gucken wir uns mal hier drin um. Was für ein merkwürdiges Gebiet ist. Die Musik. Verheißt nichts Gutes. Und hier unten links. Ein Funkturm. Und ein Generator. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Okay. Go weiter. Leiter. Laterne. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it.
There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? They're measuring the barometric pressure, too. Why? There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around. So, Zielpersonen für Grenzgeschlecht, soziale Rollen. Häufiger Weggang aus Gebiet Two Forks. Vermeidungsverhalten, ältere Daten konsultieren. Nicht erwidertes Verlangen nach Beischlaf. Konflikt mit anderen männlichen Personen. Unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme. Was ist das denn? Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Maybe the missing girls? Like, they're still out here and these people are following them? The desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. There's some sort of monitor. I don't know what it does. Maybe air quality or something? Maybe they're keeping data on everything that could impact our moods. That looks possible. This is crazy. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. Klasse. Okay, also. Was können wir hier noch finden? Feldbett? Feld? Da. This place sleeps three. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Huh, like us. Yeah, like us. Was denn? Wellenempfänger benutzen. Gut, den geben wir Bescheid. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Okay, da kann man sehen, wo er hingeht. Irgendwas im Zelt sein denn. Okay, räumen wir auseinander. Schwarze Box. Henry M. und Delilah, okay. Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Look, maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. I mean, the grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well,
Maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, so fucking wound up! It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Zielperson Delilah A. Alter, Eigenschaften. Zuverlässig, trotz Alkoholismus. Aufmerksam, charismatisch, eigennützig, verzerrte. War in persönlicher Vergangenheit. Relevante, beobachtet Tatsachen. War nie verheiratet, keine Kinder, geht selten. Wann und lässt ihre Wunder mehrere Affären trotz Langzeitbeziehung. Name Javier. Ah, vielleicht verarscht die mich, die Tante. Halten wir mal den Bericht. Gehen wir Hendricks Bericht auch mal durch. Entdeckungslustig, Zivon hat voller Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen. Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen, als dort volle Kooperation hin. Und könnte Kenntnis des Tests besitzen. Abbruch der Beobachtung angeraten, falls sie den Posten verlässt. Manipulierbarkeit 9. Okay. Was machen wir denn jetzt? There are all sorts of contraptions and shit out here. This equipment is not stuff from the hardware store. Wir gehen mal wieder weg hier. Zurück zum Turm? Wahrscheinlich. Jetzt würde ich mich im Turm aber nicht mehr wohlfühlen. Ich würde tierisch Schiss haben, dass da jemand kommt und mich irgendwie... Oh. There's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? Tremendous. We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Tag 77. Puh, langsam wird's echt anstrengend, weil man nicht weiß, was da vor sich geht, ne? Also es ist ja wirklich echt Psycho. Echt Psychokram auch, wie sie mit einem umgehen da. Schon echt gruselig. Tja, krass. Wirklich krass. Wirklich krass. Bin gespannt, wie das weitergeht. Diese Ladezeiten nerven wirklich so ein bisschen, ne? Könnte besser sein. Aber naja. So. Hat er reingeschrieben, who's listening to us? This receiver just picked something up. What? What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. Guck mal, wohin you know what I just picked up? No. Alkoholflasche. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Good plan. I'm a good planner. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the site fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are.
Folge dem Wellenempfänger. Können wir die Karte wegpacken, oder? Nee, können wir nicht. Guck mal hier irgendwo links. Runter kommen wir nicht so einfach. Hier sieht es aus, als ob wir irgendwie längs kommen. Wie kommen wir denn da runter? Okay, müssen wir einen anderen Weg finden. Gehen wir mal außen rum. Müssen wir da runter, glaube ich. Anders könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Sieht schon besser aus. Wir kommen auf jeden Fall näher dich daran. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Mal außen rum gehen. Kann man auch mal außen rum gehen? Mal kurz gucken. Es geht, glaube ich, hin zu diesem. Okay. Gehen wir aber hin. Da geht's nicht hin. Da irgendwie rumkommen. Gibt es da hinten einen Weg, den wir reingehen können? Machen wir mal. Einen kleinen Schneisenweg da hinten? Doch. Gucken wir mal. Sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Warum ich das auch mitten in der Nacht machen muss, ne? Wie komme ich mir vor, dass ich komplett falsch bin? Muss er hier? Also hier an der Ecke muss es ja irgendwo sein. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Nicht durch. Ein bisschen verrückt hier. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Wenn wir mal einen anderen Weg gehen. Einmal außen rum nochmal. Nervig ist, dass man nicht laufen kann. Also, wir gehen mal zurück nochmal. Wir laufen da nochmal hin.
Also verkehrt scheint das ja nicht zu sein. Ach so, Lücke im Gebüsch entfernen. Na, vorwissen könnt. Ein seltsamer Rucksack. Shit! Ah! Eine Alarmanlage und suche einen seltsamen Rucksack. Was ist das? Das ist der Schlüssel für den... I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, you know, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. Oh, gucken, wer da in meinem Tower ist. Von hier niemanden sehen. Oh, ich bin gespannt, wer da oben ist. Walkman? It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and... It sounds like we were the ones who burned it down, and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Whoa, 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 es wird immer verrückter, immer verrückter, immer verrückter. Es wird wirklich immer verrückter. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.